Ja, Borussia hat Matthias Ginter verpflichtet. Der Top-Transfer des Vereins, geschätzte 17 Millionen Euro. Natürlich viel Geld, aber Ginter hat natürlich auch schon eine recht imposante Biografie, gehörte zum Weltmeisterkader, ist Confed-Cup-Sieger, hat mit Dortmund den Pokal gewonnen, hat in der vergangenen Saison die meisten Pflichtspiele als Verteidiger beim BVB gemacht und ist vor allem jemand, an dem Borussia Mönchengladbach schon seit einiger Zeit dran ist. Er sollte schon 2014 kommen. Damals hat er sich für Dortmund entschieden. Ob es die richtige Entscheidung damals war, dazu mag er sich nicht äußern. Auf jeden Fall hat er sie jetzt korrigiert, geht jetzt zu Borussia Mönchengladbach, um dort den nächsten Schritt zu machen. Und das ist das vielleicht, was in Dortmund noch gefehlt hat. Als unumstrittene Führungsfigur will er hier auftreten, sagt er. Und das wäre auch was von ihm erwartet werden kann, was Trainer Dieter Hecking und Sportdirektor Max Eberl erwarten. Ein Abwehrspieler, der von hinten raus die Mannschaft mitnimmt, dirigiert, ein wenig sein kann, wie Martin Stranzl es immer gewesen ist, der natürlich im höheren Alter noch gekommen ist. Aber Matthias Ginter hat von der Biografie her die besten Voraussetzungen, fußballerisch auch. Und jetzt kann er eben zeigen, dass er auch das Zeug dazu hat, ein richtiger Führungsspieler zu sein. Wahrscheinlich an der Seite von Yannick Westergaard, der in einer ähnlichen Situation ist. Also viel Potenzial in Borussias Verteidigung durch den Zukauf von Ginter. Aber auch noch zwei Leute, die Potenzial haben, sich zu entwickeln. Ja, zuerst, wir hatten sehr, sehr gute Gespräche mit Max Eberl, dem ich mittlerweile per Du bin, nachdem dem ich ihn schon so lange kenne, und auch mit Dieter Hecking. Nein, wir hatten super Gespräche. Mir wurde die Perspektive aufgezeigt. Mit dem Club, mit dem Verein, mit der Mannschaft, mit der jungen Mannschaft vor allen Dingen, in der wahnsinnig viel Potenzial steckt. Und dreimal war Gladbach dran, zum zweiten Mal jetzt Dieter Hecking. Dieses Vertrauen. Der Rückhalt, das hat mich schon beeindruckt und das spricht auch für sich, glaube ich. Die zwei haben ja auch Ahnung vom Fußball und wenn die dann so hartnäckig bleiben, dann ist es schon auch was Besonderes für mich und von dem her war das dann auch aus meinem Herzen raus eine Entscheidung für Borussia Mönchengladbach. Ich habe auch eben auch mit Hinblick auf nächstes Jahr mit der Weltmeisterschaft auch mit dem Bundestrainer gesprochen. Der hat mir auch dazu geraten, mit verschiedenen Leuten aus meinem Umfeld, aus meinem engeren Umfeld gesprochen und die waren alle begeistert und wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein.